grundsätzlich natürlich vorausschicken, dass der Sonderweg im Mai einfacher war, weil es die Zahlen hergegeben haben und der Staat selbst ja noch nicht so weit war, eine Regelung getroffen zu haben. Deswegen waren wir einer recht guten Position. Natürlich muss Südtirol, müssen wir alle die Hausaufgaben machen und schauen, dass die Zahlen sinken. In Südtirol sind sie leicht rückläufig. Auch die Situation in den Krankenhäusern hat sich gebessert. Und gerade weil wir nicht von drei x-beliebigen Tagen im Jahr sprechen, sondern für sehr viele Menschen beinahe die drei wichtigsten Tage im Jahr, nämlich das Weihnachtsfest, wäre es wünschenswert, und ich hätte mir nie vorstellen können, einmal mit Julia Unterberger einer Meinung zu sein, dass man die Gemeindegrenzen offen hält. Also diese Regelung, das ist die, die uns Freiheitlichen wirklich am meisten stört. Auch wir finden diese absurd, denn es muss trotz Pandemie möglich sein, dass allen Südtirolern auch am 25. ein Treffen im engsten Familienkreis, und wir sprechen nicht von ausufernden Partys und Feiern und so weiter, sondern ein Besuch bei den Eltern, auch bei den Großeltern, mit den Sicherheitsregeln, mit den Abstandsregeln möglich sein muss. Dafür setzen wir uns ein und da erwarten wir uns auch im Zeichen der Menschlichkeit, dass die Landesregierung diesen Wert, diese Tradition auch erkennt. Darf ich ganz kurz einhaken? Ich tue mich schwer, wenn man als Politiker sagt, etwas ist rechtlich nicht möglich. Wir wissen alle, wenn man ein bestimmtes politisches Ziel verfolgt, dann muss man die bestehende Gesetzeslage ändern. Wenn niemand mehr ein bestimmtes Ziel verfolgt, damit dieses umgesetzt werden kann, dann haben Sie recht, dann ist das de facto rechtlich nicht umsetzbar. Aber wir vergessen eines, und da wundere ich mich über Ihre Haltung, denn die Grünen reklamieren zu Recht, da sind wir uns einig, immer wieder, auch in Südtirol, dass das gesetzgebende Organ der Landtag ist und nicht der Landeshauptmann und nicht die Regierung. Und wenn jetzt Conte ein Gesetzesdekret erlassen hat, dann ist es das Parlament, der gewählte Volksvertreter, der darüber zu entscheiden hat. Und da können Änderungen getroffen werden. Und diese Floskeln, es stimmt, das Virus macht vor dem 24., 25., 26. nicht Halt. Aber man nimmt in einem so schwierigen Jahr voller Entbehrungen den Menschen das Weihnachtsfest. Nein, das glaube ich absolut nicht, dass man falsche Hoffnungen weckt, sondern ich glaube, dass auch in einer Pandemiesituation es trotz allem wichtig ist, das macht eine lebendige Demokratie aus. Und ich halte es allemal auch für diskussionswürdig, darüber zu sprechen, ob ich am 25. am Mittagstisch zu meinen Eltern gehen kann oder nicht, ohne falsche Hoffnungen zu machen, aber dass man zumindest darum kämpft, dass man versucht, über diese drei Tage, weil es sind nicht x-beliebige Tage und das hat uns die Geschichte gelehrt, selbst in den beiden Weltkriegen hat es in diesen drei Weihnachtstagen Waffenruhe gegeben. Die Waffen haben geschwiegen, das Virus wird nicht Halt machen, da bin ich ganz bei Ihnen, das stimmt. Aber trotzdem den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie im engsten Familienkreis, wo man normalerweise behutsam und achtsam mit sich umgeht, dass man die Möglichkeit schafft, weil wir sonst für sehr viele Alleinstehende und zig andere Fälle ein sehr einsames, sehr trauriges Weihnachtsfest haben. Und die Gesundheit ist in meinen Augen nicht nur auf das Coronavirus zu reduzieren, sondern auch auf die psychische Gesundheit. Wo ist da dann der Unterschied? Es würde sich wahrscheinlich wirklich vieles dann exzessiv auf die Tage nachher ausdehnen. Glaube ich nicht, weil ich glaube, diese zwei Tage ja genau als Ponte da aufstehen. Ich glaube, all diejenigen, für die Weihnachten vielleicht keine besondere Rolle mehr spielt, all diejenigen, die sagen, aus Respekt, aus Rücksicht, aus Angst, aus Sorge, aus Nächstenliebe, besuche ich meine Eltern, meine Großeltern nicht, die können es ja trotzdem tun. Aber für all jene, die in diesem schwierigen Jahr die Möglichkeit nicht hatten, sich des Öfteren zu sehen, aufgrund der Distanzen, aufgrund der schwierigen Situationen, in denen wir waren, denen sollte nicht die Möglichkeit genommen werden durch die Schließung der Gemeindegrenzen. Das sollte
auf alle Fälle wegfallen, damit man zumindest die Möglichkeit schafft, im engsten Kreis dieses Treffen trotzdem möglich zu machen. Für alle anderen, die können ja trotzdem zu Hause bleiben. Aber dass man Menschen, die das gerne, auch das Risiko mit der Sicherheitsdistanz, mit den Abstandsregeln, Hygienevorschriften, trotzdem im engsten Kreis das Fest der Familie, der Hoffnung, der Liebe verbringen möchten, denen sollte man auch diese Möglichkeit bieten. Na, es war schon verwunderlich, ein Regierungsmitglied, wobei ich gleichzeitig sagen muss, ich empfinde es als wohltuend in einer lebendigen Demokratie, dass auch ein Regierungsmitglied eine andere Meinung hat und für ein bestimmtes Ziel, nämlich das Fest im engsten Familienkreis, eintritt. Nur mutet es sonderbar an, wenn man die Leute einerseits auf einen Weg einschwören möchte und andererseits dann natürlich trotzdem Geschichten entstehen, dass man plötzlich erkennt, dass in der Landesregierung die Oppositionellen sitzen und die Opposition diesbezüglich eigentlich bis jetzt nicht viel dazu gesagt hat. Ich glaube, zum jetzigen Moment verfolgt die Landesregierung tatsächlich jene Strategie, wirklich abzuwarten, was das Parlament entscheidet, um dann sagen zu können, wir brauchen den eigenen Weg eh nicht zu gehen, da ja Rom so quasi für uns die Dinge geregelt hat, wie wir es gerne hätten. Grundsätzlich würde ich mir viel häufiger natürlich mehr Mut von der Landesregierung erwarten und weniger dieser vorauseilende Gehorsam und auch dieses immer Musterschüler Roms sein zu wollen, dass man unseren Landeshauptmann ja immer wieder nachsagt. Ich glaube, dass wir mit dem Sonderweg im Mai durchaus gezeigt haben, dass man autonomiepolitisch einen Etappensieg auch eingefahren hat und dass man solche Etappensiege vielleicht auch öfters einfahren kann. Und ich bin durchaus bei Ihnen, auch was die Zukunft anbelangt, dass man klare Szenarien aufzeigt, wie man mit den Folgeschäden, mit den Folgewirkungen und so weiter umgeht. Aber das schließt die drei Weihnachtstage nicht aus. Was stimmt, wir haben sekundäre Zuständigkeit. Genau. Es müsste der Staat im Gesundheitswesen handeln. Nur der Staat, wie soll ich sagen, handelt auch träge, handelt auch chaotisch, handelt auch konfus. Und ich glaube, dass wir hier um nichts nachstehen. Und noch einmal, es geht lediglich um die Regelung der Möglichkeit, dass die Gemeindegrenzen geöffnet bleiben. Um nicht unklar vielleicht festzulegen, wie es Deutschland macht, wie es Österreich macht, wie viele Personen am Tisch Platz nehmen dürfen. Es ist schwierig vorauszusehen, wie sich das Parlament in Rom entscheiden wird, aber ich interpretiere die heutige Pressekonferenz der Landesregierung dahingehend, dass sie irgendwo eine Zusage oder eine Absicherung bereits erhalten haben, dass es wohl in diese Richtung gehen wird, dass Gemeindegrenzen geöffnet bleiben oder dass es einen Kompromiss gibt, vielleicht mit einer bestimmten Einwohnerzahl und dann einen Umkreis von 20, 30 Kilometern. Ich weiß nicht, also irgendwelche Absurditäten vielleicht werden wir noch morgen hören. Aber ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass Sie diese Ansage erhalten haben und dass sich diesbezüglich dann auch etwas tut, damit eben nicht, wie Sie es nennen, dieser harte Konfrontationskurs entstehen muss. Noch einmal, ich möchte hier nicht, die Sendung verlassen. Ich weiß, dass wir mit den Infektionszahlen im Mai viel, viel besser dagestanden sind und wir uns viel, viel leichter getan haben, wirklich den Sonderweg einzuschlagen, als es die jetzigen Zahlen zulassen. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man diese Krise nicht meistern wird können, wenn man sie nur anhand von Zahlen festhält. Denn es ist Aufgabe der Politik, einerseits Expertenmeinungen natürlich einzuholen und andererseits aber auch ein Leben dahingehend weiterführen zu lassen, was die berechtigten Forderungen der Wirtschaft gleich wie die Gesundheitsinteressen natürlich umfasst. Seit wann vielleicht ist mir etwas entgangen, nehmen die Grünen
etwas, was von oben herab, von jemand, der nicht einmal vom Volk politisch legitimiert dazu wurde, einfach als Gott gegeben hin.